Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute zeigen, wie wichtig ein Ziel wirklich ist. Denn ein Ziel zu haben als Schauspieler ist unglaublich wichtig. Mit diesem Ziel könnt ihr eine Szene komplett verändern. Und das möchte ich euch heute zeigen, wie eine Szene verändert, wenn ihr euch als Schauspieler in der Rolle ein Ziel setzt. Ihr könnt verschiedene Ziele setzen, das ist euch komplett überlassen. Ihr müsst aber unterscheiden zwischen zwei Arten von Zielen. Einmal das Ziel von eurem Charakter und einmal das Ziel von euch als Schauspieler, was ihr euch gegebenenfalls ausdenkt. Da müsst ihr wirklich Unterschiede ziehen. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann als Schauspieler, als ich persönlich, kann ich mir verschiedene Ziele setzen. So kann ich mich als Schauspieler viel mehr selbst supporten und kann mir ein kleines Geheimnis in Anführungsstrichen geben. Das andere ist das Charakterziel. Das solltet ihr definitiv niemals außer Acht lassen und das solltet ihr in jeder Szene wirklich, wirklich wissen, denn das ist ultra wichtig. Also nicht vergessen, ihr müsst als Charakter ein Ziel haben. Und dieses Ziel als Charakter könnt ihr euch nicht einfach so ausdenken, sondern das erschließt sich aus eurem Charakter und aus der Szene heraus. Das heißt, wenn ihr in eine Szene einsteigt und ihr kommt vielleicht zu eurem Freund oder eurer Freundin und ihr wollt etwas gestehen, dann ist euer Ziel, diese Sache zu gestehen. Dann könnt ihr euch nicht in dem Charakter das Ziel setzen, okay, ich, will Auto fahren oder so. Also das sind dann halt so Sachen, die funktionieren nicht. Ihr müsst euch wirklich dann gewahr werden, was ist das Ziel meines Charakters. Ihr könnt euch aber als Schauspieler dann im Endeffekt das Ziel setzen, eigentlich will ich sie doch verlassen. Dann spielt ihr die Szene nämlich komplett anders. Und das möchte ich euch heute mal zeigen. Nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel, dass ich zu meinem Freund gehe und ja etwas beichten muss. Das ist dann das Ziel von meinem Charakter und auch der Szenenüberlauf. Ich als Schauspielerin sage jetzt, okay, ich setze mir jetzt einfach mal das Ziel, mir ist es egal, ob er Schluss macht oder ob wir Schluss haben oder nicht. Du weißt, es läuft die ganze Zeit schon nicht gut zwischen uns und irgendwie ist da auch nicht mehr so das Vertrauen und nicht mehr so die Gefühle und ja, da habe ich halt was mit jemand anderem gehabt. Es tut mir echt leid. Ihr seht jetzt, wie die Szene irgendwie den Lauf nimmt. Man ist zwar bedrückt, aber ich habe mir jetzt im Endeffekt das Ziel als ich selbst gesetzt, es ist mir nicht so unendlich wichtig. Ich will es gestehen und es tut mir irgendwo auch leid, was ich getan habe. Aber es ist mir nicht mehr hundertprozentig wichtig, was mit dieser Person geschieht. Jetzt machen wir das aber mal andersrum. Und jetzt setze ich mir einfach mal das Ziel, ich möchte die Person auf gar keinen Fall verlieren. Ich habe was mit einem anderen gehabt. Bitte raste jetzt nicht aus oder sonstiges. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht mehr liebe, sondern ich weiß es auch nicht. Im Endeffekt habt ihr jetzt gesehen, wie verschieden eine Szene sein kann. Natürlich habe ich jetzt verschiedene Worte genutzt und die Szene hat einen kleinen anderen Verlauf genommen. Das Gleiche geht aber auch komplett mit Text. Denn ihr könnt eine Szene komplett umstellen, je nachdem, wie ihr euren Charakter aufbaut und je nachdem, was für ein Ziel ihr euch setzt. Als Charakter und als ihr selbst. Schreibt doch einfach mal unten in die Kommentare, welche Szene euch im Endeffekt besser gefallen hat. Und ich würde mich über ein Däumchen nach oben sehr freuen und wenn ihr auch bei meinem nächsten Video wieder dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss!